Hey Leute und damit willkommen zurück zu Let's Play Wizard 101. Ich muss, glaube ich, bevor ich die Folge starte, erstmal kurz was Kleines erklären. Und zwar kam die letzten Tage nichts. Das hatte folgenden Grund, ich war krank. Ja, toll, ne? Hat mich am Dienstag erwischt. Ich weiß nicht, was das genau war, aber mir war die ganze Zeit so übelst schwindelig. Mir war übel. Ich glaube, ich habe irgendwas Komisches gegessen oder sowas in der Art. Ich dachte erst, es ging noch. Bin am Dienstag normal auf Arbeit. Aber das war so. Ich bin in den Zug rein und ich musste im Zug stehen, weil halt das ganze Ding schon wieder voll war, so. Und ich stehe da und wie ich da so stehe, so ein paar Minuten, dann merke ich, wie mir so richtig schwummrig wird. Ich wäre da irgendwie fast zusammengeklappt. Ja, es war ein bisschen unschön. Die letzten Tage war es mir da ein bisschen speiübel. Aber jetzt ist so der erste Tag, wo ich sage, okay, es geht wieder. Ein bisschen schwindelig ist mir immer noch, aber Kopfschmerzen habe ich nicht mehr. Übel ist mir auch nicht mehr. Von daher, ja, ne? Können wir jetzt wieder weitermachen hier. Ich hatte dann noch am Dienstag noch einen Livestream gemacht. Aber da war es auch hart an der Grenze, muss ich sagen. Also während ich gestreamt habe, es ist mir immer mehr die Konzentration auch flöten gegangen. Ja, nicht so schön. Muss man halt mal kürzer treten für ein paar Tage. Was natürlich doof war, ist, dass ich das nicht wirklich irgendwo kommunizieren kann. Klar, ich hätte jetzt auf Discord das nochmal schreiben können, aber ich weiß halt, ich kann halt immer nicht einschätzen, wie viele Leute von denen, die tatsächlich jetzt hier die Videos gucken, auch auf dem Server drauf sind und auch regelmäßig die Nachrichten lesen, die auf dem Server erscheinen. Ne, das kann ich irgendwie nicht so richtig einschätzen. Hätte ich einen Community-Tab zum Beispiel, wo ich hier irgendwas reinschreiben könnte bei YouTube und dann würden das alle Abonnenten sehen, dann wäre das ja super, so. Geil halt, ne? Dann könnte ich das super publizieren, wenn sowas mal passiert. Aber kann ich ja nicht, weil das kannst du erst, wenn du eine bestimmte Abonnentenzahl erreicht hast. Bisschen blöd. Naja, wie dem auch sei, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, was abging die letzten Tage. Naja, es ist, wie es ist, nicht wahr? So, jetzt war ich ein paar Tage nicht mehr online. Jetzt können wir erstmal hier kurz in das ganze Dingen hier gucken. Hort des Professors-Set ist reduziert. Das ist ganz nett. Bringt uns aber eigentlich nicht so viel. Oh, wobei, warte mal, wir haben Stufe 110 jetzt erreicht. Denn es gibt ja eine sehr geile Sache in diesem Ding und das wären die Schuhe. Aber brauchen wir das eigentlich nicht? Da würde ich viel eher nochmal so ein Karamell-Dingens-Gedöns aufmachen. Wollen wir nochmal ein Karamell-Set aufmachen? Komm. Eins können wir aufmachen. Vielleicht ist ja was Gutes drin. Vielleicht ist ja eine gute Besserungsnachricht von Wizard 101 jetzt hier am Start. Tatsächlich ja, und zwar ein Haustier. Ein grüner Apfelbrudel. Was zur Hölle ist das denn? Der ist in der Bank, den würde ich aber gerne mal... in den Rucksack packen. Geht aber nicht, weil der voll ist. Ach toll, ich hasse es, ey. Toll. Können wir uns den nicht angucken? Scheint ein Lebenspad zu sein, was auch ein bisschen hässlich aussah. Naja, es ist, wie es ist. Oh, stimmt. Jetzt erinnere ich mich erstmal, wo wir überhaupt stehen geblieben waren. Wir können ja jetzt ins Arcanum gehen. Sehr, sehr geil. Da bin ich ja direkt motiviert. Gehen wir hier direkt zum Teleporter und dann ab zu Baba Yaga. Ich merke aber gerade, dass ich scheinbar während den letzten Tagen jetzt wieder gelernt habe, Deutsch zu reden. Was ja auch ein guter Effekt ist. Also was ich da manchmal in den letzten Folgen für komische Worteinanderreihungen hier präsentiert habe, das war ja nicht mehr feierlich. Okay, haben wir die Rose schon? Ja, die haben wir schon. Fehlt ja bloß noch die im Kataba Eisklotz, ne? War das? Genau.
Boah, verdammt nochmal, wir sind fast mit Polaris schon wieder durch. Das gibt es doch nicht. Wir sind doch erst vor ein paar Folgen hierher gekommen. Ich freue mich richtig, wenn wir jetzt ins Arcanum kommen. Das könnt ihr mir aber glauben. Das Arcanum ist wirklich so eins meiner Lieblingsgebiete, weil das so geil ist. Aber das werdet ihr gleich selber sehen. Also hoffentlich, wenn uns Baba Yaga jetzt da reinlässt. Hast du in einer Schneewehe festgesteckt oder bist du einfach nur langsam? Der Oski hat uns alles erzählt. Er hatte ja auch mehr als genug Zeit. Entschuldigung, ich war ein bisschen verhindert, meine Liebe. Als hätten wir nicht schon genug Probleme. Jetzt schuft so ein Wahnsinniger auch noch nach Borealis-Edelsteinen. Diese Dinger sollten eigentlich ein Geheimnis sein. Mallory und ich haben jeden Folianten hier mehrmals gelesen, aber dennoch konnten wir die Rätsel des Aurorakels noch nicht entschlüsseln. Dieses törichte Irrlicht hat uns mehr Fragen als Antworten gegeben. Das ist doch verrückt! So sehr es mir auch widerstrebt, ich muss mich wohl mit dem Arcanum beraten. Und du kommst mit, Zauberer. Ivan und Mallory werden hierbleiben. Oh ja, ich komme sehr gerne mit, um mich mit dem Arcanum zu beraten. Das ist so ungerecht. Nie darf ich irgendwo hin. Und jetzt nimmst du auch noch den Zauberer mit zum Arcanum? Ich dachte, da dürfen nur ganz schlaue Gelehrte hin. Hallo, was denkst du, was ich bin? Ich habe hier Feuermagie studiert. Bis Stufe 110. Ich kann dir alles sagen, was du über Feuermagie wissen musst, Mallory. Stell nicht unsere Qualifikation in Frage. Das geht dich gar nichts an, Mädchen. Du kannst nicht mitkommen. Der Oski ist krank und braucht deine Hilfe. Außerdem musst du auf das Haus aufpassen. Komm, Zauberer, benutze die Schneekugel, um nach Bayrossaberg zu reisen. Dann gehe zu das Panoptikum. Oh geil, wir haben sogar Baba Yaga jetzt hier mit am Start. Gibt ihr uns irgendwelche coolen Werte vielleicht? Ich meine, Baba Yaga ist ja schon eine mächtige Zauberin, das steht fest. Nee, irgendwie nicht. Ah, sie gibt uns Super-Pip-Chance. Das war's aber auch schon. Wow, die Pip-Conversion ist ja mal richtig nach unten. Ja, aber wobei, nee. Ich müsste mal gucken, wie die jetzt bei meinem Balance-Zauberer ist, weil da hatte ich so 33% Pip-Conversion oder sowas. Das war schon ganz cool. Also die Pip-Umwandlung ist ja praktisch, dass man bei manchen Zaubern einen Pip dann zurückbekommt nochmal. Nachdem man die ausgeführt hat. Das ist ja auch ganz geil in gewissen Situationen. Okay, jetzt haben wir hier die zweite Welt auf der nächsten Seite. Richtig cool, ich liebe das Arcanum. Willkommen im Arcanum, einem der bestgehüteten Geheimnisse aller Zeiten, Zauberer. Nur eine kleine Gruppe der besten Zauberer weiß von seiner Existenz. Hier kommen die fähigsten Gelehrten der Spirale auf der Suche nach Wissen zusammen. Jeder arbeitet Hand in Hand, um die Spirale zu schützen. Es existiert an einem Ort zwischen den Welten der Spirale und ermöglicht uns so, auf Bedrohungen von innen und außen zu reagieren. Die gesamten Bücher und geil, oder? Ich finde das mega hier. Die in allen Bücherreihen angehäuft haben, können in unserem Archiv kopiert werden. So können wir sie denen zukommen lassen, die sie gerade brauchen. Ich habe dich hierher gebracht, weil ich dich für würdig halte. Mach mir ja keine Schande! Alles, was du hier siehst und hörst, wird das Arcanum nicht verlassen. Verstanden? Und fass ja nichts an. Immerhin steht hier die Spirale auf dem Spiel. Überlass das Reden mir. Ich... Nun, die alte Baba Yaga ist hier nicht so gerne gesehen. Ja, wunderschön. Wir können hier nicht mal ein Reittier benutzen. Ich liebe es. Auch dieses Modell in der Mitte, wo die Spirale zu sehen ist, richtig schön. Und dann noch diese atmosphärische Musik hier, dieser Sound, richtig geil. Ja, jetzt so langsam können wir auch der deutschen Synchro hinterher trauern, weil sobald wir mit Polaris fertig sind, wird die sich dann auch verabschieden. Jetzt mache ich erstmal hier... Oh ja, boah, ich liebe das. Schreibt mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren, was ist eure Lieblingswelt eigentlich in Wizard 101? Das würde mich mal interessieren, so vom Design her, ne? Wir klammern jetzt die Quests mal aus. Ich meine jetzt mal wirklich nur rein vom Design her. Weil es gibt ja auch so kontroverse Sachen, ne? Safaria zum Beispiel ist an sich eine super schöne Welt vom Design her.
Aber die Quests sind halt einfach zum Kotzen. Hey, cool, die hatte so einen speziellen Drache als Haustier. Nice. Ja, und hier ist dieser Herr Fitz, der uns ja auch schon mal gerufen hatte für unsere Schulquest. Mit dem quatschen wir jetzt mal. Na, wenn das nicht Baba Yaga ist. Wie nett von dir, dass du uns mal besuchen kommst. Wie lange ist das jetzt her? Ich hatte schon fast vergessen, dass wir einen Mythosgelehrte haben. Du vergreifst dich ganz schön im Ton, Herr Fitz. Aber darüber reden wir später. Vorerst habe ich Wichtigeres zu tun. In Polaris geschehen gerade eine Menge außergewöhnlicher Dinge. Ach ja, lass mich raten. Uralte Wesen werden plötzlich krank, seltsame Leute und Schattenwesen tauchen auf und du hast Zeichen gesehen, die auf das Ende der Spirale hindeuten. Liege ich da richtig? Ja, so ungefähr. Woher weißt du das? Moment mal. Spionierst du mir etwa hinterher? Ach Quatsch! Als ob wir für so einen Blödsinn Zeit hätten. Sei nicht albern. Das geht nicht nur Polaris so. Diese Gerüchte hört man auch aus anderen Welten. Was gibt's denn bitte noch für uralte Wesen außer Rindenbart und das Auch-Orakel? Soweit ich das beurteilen kann, kommen wir nur sehr langsam voran. Aber es fühlt sich ja eh niemand berufen, mich mal auf den neuesten Stand zu bringen. Auf Messers Schneide. In der Kammer der und hier haben wir... Ja, ist gut. Und hier haben wir direkt die... Das müsste die Schulquest sein jetzt für den Stier. Die nehmen wir natürlich auch direkt mal an. Ja? Was willst du? Ach, richtig. Ich hatte dich hierher bestellt. Freut mich, dass du dir nicht die völlig unnötige Mühe machst, rechtzeitig zu erscheinen. Ja, Entschuldigung, ich konnte leider noch nicht hierhin. Ich habe hier irgendwo eine Nachricht für dich. Ah, da ist sie ja. Die Gelehrten-Lounge ist nicht dein privates Beschwörungszimmer. Entferne augenblicklich deine niederträchtigen Kreaturen oder du bist gefeuert. Falsche Nachricht. Hier ist die richtige. Ach nee, doch nicht. Mal sehen. Ich habe gerade... Der astralgelehrte Qui-Burn Sternenblick wünscht dich zu sprechen. Wie schön für dich. Na los, worauf wartest du noch? Okay, ja gut, dann ist das auch nicht die Schulquest. Ich habe nämlich gerade kurz überlegt, was das ist, weil es gibt zwei Quests hier. Einmal die Schulquest und dann eben das, was wir jetzt hier haben. Es gibt hier nämlich auch einen, also wir sehen ja hier erstmal die Räume für jede Schule, sogar die Schattenschule hat einen eigenen Raum. Können wir hier rein? Oh ja, können wir. Hier ist bloß niemand drin. Ja, toll. Da werden wir später auch Schattenzauber nochmal lernen können. Und ansonsten hat jede Schule hier ihren eigenen Raum, der auch wirklich schön designt ist und einen eigenen Gelehrten, wo man dann wieder Zauber lernen kann. Und hier gibt es eben auch einen Astralraum und da gehen wir jetzt direkt mal rein. Da können wir nämlich jetzt neue Zauber uns abholen. Was hat das so lange gedauert? Ich habe bereits vor Ewigkeiten eine Serviceanfrage gestellt. Dank unseres Fräuleins, ein Gewitter in meinem Zimmer wäre toll, haben wir nebenan jetzt ein echtes Schimmelproblem. Was hat da so lange gedauert? Ich habe bereits vor Ewigkeiten eine Serviceanfrage gestellt. Ja, gut. Dank unseres Fräuleins, ein Gewitter in meinem Zimmer wäre toll, haben wir nebenan jetzt ein echtes Schimmelproblem. Guckt euch das mal an. Richtig, upsala, richtig schöner Raum. Gefällt mir auf jeden Fall. Und dann haben wir hier Qui-Burn Sternenblick. Und der hat Zauber für uns. Sieh an, sieh an. Ich grüße dich. Wie du sicherlich bereits vermutet hast, bin ich Qui-Burn Sternenblick. Oder Qui-Burn. Der führende Astralgelehrte des Arcanums. Es ist mir eine Freude, dich endlich kennenzulernen. Entschuldige bitte die hohe Luftfeuchtigkeit. Offensichtlich nimmt Ione keinerlei Rücksicht auf die oberen Atemwege anderer Leute. Wo wir gerade von Rücksichtslosigkeit sprechen. Ich habe dich aufgrund meines schlechten Gewissens hierher bestellt. Schließlich habe ich versäumt, dich zu begrüßen, als du das erste Mal ins Arcanum kamst. Ich vergrabe mich ja, der Text ist jetzt ein bisschen komisch. Dass mir solche Dinge einfach entgehen. Wahrscheinlich könnte dieser ganze Ort von einem schwarzen Loch verschlungen werden, ohne dass ich es merke. Der Text ist jetzt natürlich ein bisschen komisch. Das ist darin begründet, dass der Typ eigentlich erst später dazu kam, also mit einem späteren Update. Deswegen redet der jetzt hier von wegen so, ja, dass er uns nicht begrüßen konnte beim ersten Mal, obwohl wir ja gerade das erste Mal hier sind. Wie dem auch sei, ich wollte dich nur wissen lassen, dass ich einige höchst faszinierende Astralzauber kenne, die ich dir gerne beibringe, wenn du das möchtest. Ich werde hier auf dich warten. Komm zu mir, wann immer es dir beliebt. Ich muss jetzt wieder zurück an die Arbeit. Also sag einfach Bescheid, ja? Wunderbar. So, jetzt hat er hier nämlich krasse Sachen, hä?
Und irgendwie können wir keins davon lernen. Was ist denn das? Quest about the Astros. Ja. Irgendwas fehlt hier noch. Ach so, nee. Hä? Okay, komisch. Wir können scheinbar nicht alles lernen. Ich weiß nicht, was wir für die anderen Sachen brauchen. Das könnten irgendwelche Quests aus Safaria sein oder sowas in der Art. Aber das ist auch nicht so schlimm. Hier hätten wir theoretisch jetzt hier noch eine bessere Verstärken-Aura. Wir hätten hier eine bessere... Nee, hä? Warte mal, wo ist denn das? Hier haben wir zum Beispiel einen besseren Schutzwall. Also halt statt... Also ein Upgrade zum Festigen zum Beispiel. Und solche Sachen. Die wichtigen Dinge, die wir hier aber auf jeden Fall mitnehmen müssen, ist einmal episch. Und das ist jetzt nämlich die letzte Faust, die es zu holen gibt. Also nochmal ein Upgrade zu Kolossal. Ihr seht ja hier, Kolossal macht 275 plus und mit episch machen wir sogar 300 plus. Das ist natürlich richtig geil und damit werden wir jetzt alles vernichten. Wir haben ja sowieso schon alles vernichtet, aber jetzt vernichten wir noch mehr. Direkt mal in die Kartenspiele rein. Und was auch noch ganz wichtig ist, ist hier einmal Aegis. Damit können wir ein Schild oder eine Klinge davor schützen, zerstört zu werden. Also, klassisches Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel einen Boss hat, der einem die Klingen wegmacht, sobald man die zaubert, dann kann man einfach das für die Klinge benutzen und dann ist die Klinge einmal geschützt vor der Zerstörung. Extrem praktisch für knifflige Bosskämpfe. Und mindestens genauso wichtig ist hier die Entschädigung. Das ist nochmal das gleiche, nur für negative Klingen, also sowas wie Schwäche und eben Fallen. Und das ist eben cool für so Bosse, die zum Beispiel Täuschen entfernen. Da kann man dann das mit drauf machen und dann kann man das Täuschen trotzdem zaubern. Ist ganz cool. Brauchen wir aber erstmal nicht. Das können wir dann mal reinmachen, wenn wir so knifflige Bosskämpfe haben. Langsam verabschiedet sich meine Stimme. Ich habe auch hier nichts zu trinken stehen. Toll. Gehen wir mal zu Ione. Oder warte mal. Wir können auch zu unserem Feuerlehrer gehen, wenn ich ihn denn finde. Da ist er. Und uns die Schulquest schon mal abholen. Oder auch nicht. Hä? Ja, wo ist denn jetzt die Schulquest? Irgendwie nicht hier. Ja gut, dann kommt die vielleicht dann jetzt erst gleich. Das kann natürlich sein. Dann machen wir erstmal die normale Quest. Baba Yaga, du warst ziemlich lange weg. Ich glaube, das nehme ich dir übel. Es war sehr frustrierend, dich in diesen finsteren Zeiten nicht erreichen zu können. Du erinnerst dich bestimmt, dass die Schattenmagie mich beunruhigt. Nun, wie sich herausstellt, war meine Sorge begründet. Es ist sogar noch schlimmer, als ich annahm. Erst war es nur ein Tröpfeln, doch jetzt ist es eine wahre Flut. Wir haben viel zu besprechen. Aber zunächst würde ich gerne wissen, wen du hier dabei hast. Gewiss habe ich schon erwähnt, dass mich Fremde nervös machen. Besonders junge Fremde. Er mag zwar noch jung sein, aber dennoch ist er bereits ein erfahrener Zauberer. Und mein Gast. Ich bin davon überzeugt, dass er ein wertvoller Verbündeter für das Arcanum wäre. Na, sieh mal einer an. Ich bin da eher skeptisch, aber nun gut. Wir dulden hier keine Touristenzauberer. Daher mache ich dich vorerst zum Anwärter. Cool. Zunächst musst du dich ins Archiv begeben und dort die Glaubensgrundsätze des Arcanums studieren. Das gibt Baba Yaga und mir genug Zeit, um uns ausgiebig zu unterhalten. Die Arcanum-Initiierung, die machen wir in der Folge noch. Und dann gehen wir jetzt hier mal ins Archiv. Und danach ist meine Stimme weg, deswegen, ja. Oh, doppelte Punkte, nicht schlecht.
Hier gibt es auch viele mysteriöse Räume, wo man sich manchmal fragt, wo die hinführen. Zum Beispiel dieses Ding hier. Oder auch der Raum hier hinten mit diesem Gitter davor. Also, der hier. Ne, also hier gibt es noch einiges, was wahrscheinlich noch freigeschaltet wird. Huch. Im Archiv riecht es nach muffigen alten Schriftrollen und getrocknetem Buchbinderleim. Die Glaubensgrundsätze des Arcanums sind als riesige Glyphen in die Wand gemeißelt. Um alle Glyphen zu übersetzen, musst du die uralten Schriften zu Rate ziehen, die in dieser Ebene aufbewahrt werden. In der Schrift entdeckst du die Übersetzung der ersten Glyphe. Aus der Ordnung ward die Spirale geboren. Ich rede jetzt mal nicht mehr so viel, weil sonst mache ich hier gleich einen Abgang. In der Schrift entdeckst du die Übersetzung der zweiten Glyphe. Aus der Spirale ward die Magie geboren. In der Schrift entdeckst du die Übersetzung der dritten Glyphe. Aus der Magie ward die Ewigkeit geboren. Ich finde es übrigens interessant, dass wir hier verschiedene Kreaturen haben. Wir haben hier zum Beispiel so Schnabeltiere. Und dann haben wir hier auch so einen komischen Goblin aus Avalon. Und so ein Viech aus. So ein Viech aus Düstermoor. Auf jeden Fall interessant, was die hier für Angestellte haben. In der Schrift entdeckst du die Übersetzung der vierten Glyphe. In der Ewigkeit liegt die Wahrheit. Liest man die Glyphen in der richtigen Reihenfolge, dann steht da: Aus der Ordnung ward die Spirale geboren. Aus der Spirale ward die Magie geboren. Aus der Magie ward die Ewigkeit geboren. In der Ewigkeit liegt die Wahrheit. Nachdem du die Glaubensgrundsätze gelesen hast, überkommt dich ein starkes Gefühl der Zugehörigkeit. Dir kommt es so vor, als gehörst du genau hierher. Genau hierher. Und genau hier werden wir auch weitermachen beim nächsten Mal. Also morgen, wenn ich dann jetzt nicht noch zufällig auch nochmal krank werden sollte. Nee, Quatsch. So oft passiert das ja eigentlich nicht, dass es mich mal erwischt. Aber ja, was will man machen? Hier geht's noch ganz schön tief runter, ne? Und auch tief nach oben. Also weit nach oben. Heftig. Gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Macht's gut.